Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, ehrlich, menschenhautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es heißt ja wirklich total oft, dass Talent in den Genen liegt. Und meine heutigen Gesprächspartnerinnen sind ein super Beispiel dafür. Sie sind Mutter und Tochter und beide auf der Bühne höchst erfolgreich. Ich bin froh, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und bei mir sind und begrüße recht herzlich Cezkity. Servus. Und Shlomit Butbul. Hallo. Danke dass ihr da seid heute. Danke für die Einladung. Genau. Ich habe schon gesagt, Talent liegt in den Genen. Du bist ja auch als Sängerin sehr erfolgreich, aber auch du hast dieses Talent quasi dann eben geerbt und hast das perfektioniert Moment, oder? Moment, die hat es sich erarbeitet. Ich meine nicht das Talent, aber die Shlomit ist wirklich eine sehr begnadete Künstlerin und die hat über Jahre wirklich... Erstens einmal hat sie 4 Jahre studiert. Mami, ich habe mehr studiert. Und hat sich mit 3 Kindern und einem Geschäft immer weitergebildet. Und wo war das, wo du jetzt den neuen Kurs kommst? Ich bin Complete Vocal Technik Coach, habe ich in Kopenhagen studiert, habe ich von 17 bis 20 noch dazu gemacht. Das ist aber so süß von dir. Und da hat es mir so... Nein, ich glaube, wir sind beide Wiener Originale. Also ich bin ein bisschen ein marokkanisches Original, aber das da, der Schufti neben mir ist ein Wiener Original. Gib ihr ein Wort und sie macht dir eine Geschichte. Gell, sie hat mir so ein Real gegeben und gesagt, Mama, wenn du verschleimt bist, dann musst du reinsingen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nie aus der Lot genommen. Nein, ein Lachswuchs nennt das. Okay, jetzt lassen wir mal. Sie hat vielleicht Fragen an uns. Bitte. Ja, genau, deswegen habe ich auch mal perfektioniert, weil du warst beim Konservatorium, du hast ja auch in Frankreich eine Gesangsausbildung gemacht. Ja. Du hast in Luxemburg auch ein Theater geleitet. Also du hast es wirklich eben ganz professionell und perfektioniert. Während du warst eher mehr so ein bisschen just doing, oder? Nein, ich muss, kann ich da kurz sagen? Ja, bitte, unbedingt. Meine Mutter hat ein Kaffeehaus gehabt in Wien und daraus wurden Jazzclubs und das waren richtige Unikate und da durfte ich groß werden, Mamilein, danke. Ja. Da hat sie mir die quasi, ich durfte ganz viel Jazz hören tagtäglich und daraus hat sich das für mich entwickelt, ja, weil ich wirklich viel, und die Mama hat schon mit 16 einen Talentewettbewerb gewonnen und hat sich aber entschieden, nach Israel zu gehen, wo sie mir dann auch das Leben geschenkt hat und dann hat sie aus der eine Tugend gemacht und hat angefangen zu singen. Und die Leute sind immer gern zur Gittel gekommen, weil die Mama einfach immer eine Wuchtel nach der anderen parat hat. Habe ich das jetzt gut zusammengeführt? Ja, ich bin nicht ganz mitgekommen, aber es stimmt. Nein, aber die Shlomit, ich kann mich erinnern, die hat Saturday Night Fever gesehen und dann hat sie zu mir gesagt, ich will auch so tanzen, aber ich will steppen. Nein, ich will so tanzen. Und dann waren wir in einer Ballettschuhe, wie hatten die Kassen? Nein, das war in der Weintraubgasse, ich weiß es jetzt nicht, weil ich habe Long-Covid, ich vergesse alles. Also ich weiß es nicht, aber wir waren im 2. Bezirk, hat sie eine Ballettschule für mich gefunden. Und die haben aber nur Steppen gehabt. Und sie, stur wie sie ist, hat sie gesagt, ja, dann lerne ich Steppen. Und die hat unter ein Jahr gesteppt, aber dass man nur so die Augen aussieht. Also die Frau Shlomit Butbul, wenn sie etwas interessiert, und wenn sie etwas will, dann hat sie das so. Und wenn es sie nicht interessiert, dann kann ich nicht. Ja, nein, aber ich glaube schon, dass man, also um jetzt ein bisschen auf die Frage einzugehen, also meine Mama ist schon ein Unikat, sichtlich schon als Kind gewesen, ja. Und ich glaube, dass ich das schon ziemlich von ihr habe, weil... ja, ich bin sichtlich auch eine Persönlichkeit und das Hobby, das habe ich schon von... auch eine Persönlichkeit? Nein, aber man muss ja wissen, dass meine Mama und ich, wir haben schwere Jahre hinter uns, weil wir halt beide so starke Persönlichkeiten sind. Und ich sehe das jetzt selber, weil ich auch Töchter und einen Sohn habe. Ja. Und, aber du musst sagen, dass ich da letztens wieder geschrieben habe, da habe ich ein Problem mit meiner Tochter gehabt und da habe ich ihr geschrieben, Mami, es tut mir leid, wenn ich irgendwann mal ekelhaft zu dir war. Ja, ich verstehe, das stimmt, das schreibe ich ihr dann immer. Also sie hat es nicht leicht gehabt mit mir, aber sie hat mich immer unterstützt. Also wenn ich gesagt habe, ich will das tanzen, ich würde nach England gehen, das hat sie mir immer alles ermöglicht. Aber wir haben es nicht leicht gehabt, weil wir halt beide sehr starke Persönlichkeiten sind. Naja, ich muss im Nachhinein sagen,
dass die Schlomit mir oft Sachen gesagt hat, wo ich gesagt habe, nein, ist ein Blödsinn und so, wo es aber recht gehabt hat. Gell. Also, oh, das muss man sich einrahmen. Es ist nein, jetzt aufgezeichnet und ich für die Ewigkeit. Ich habe von ihr gelernt, das gebe ich schon zu. Aber zum Beispiel, was hast du gelernt von ihr? Das kann ich nicht so sagen, da fällt mir jetzt nicht sein, okay. Aber es waren schon einige Sachen. Und ich kann mich erinnern, es ist mir eine Zeit überhaupt nicht gut gegangen, da haben wir noch das Geschäft gehabt. Und sie ist oft gekommen und sie hat gesagt, Mama, dir geht's nicht gut. Und sie hat Schlussdienst gemacht für mich. Also sie war immer da. Wenn der Hut brennt hat, war es da. Ja. Es ist ja auch so, dass du sagst ja auch, Hebräisch ist deine Muttersprache. Du bist ja in Israel geboren, hast ja auch CDs in hebräischer Sprache aufgenommen. Du hast eben auch in Frankreich studiert, in Wien gelebt, in Luxemburg. Was ist denn der Begriff Heimat für dich? Kannst du sagen, ich bin jetzt, Wien ist jetzt deine Heimat, aber dieser Heimatbegriff, was bedeutet der für dich? Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also ich bin ja aus Israel nach Wien mit meiner Mama gekommen und ganz lange habe ich geglaubt, Israel ist meine Heimat, aber meine Heimat ist Wien. Ja. Also ich war dann sehr viel unterwegs, ich habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Und ich bin ein jüdisches Mädchen, ein israelisches Mädchen, das empfinde ich so, wie meine Mama mir das immer gesagt hat. Sie hat immer gesagt, Blut ist kein Wasser und das empfinde ich wirklich sehr, sehr stark. Aber ich bin in Mitteleuropa aufgewachsen und in dem Fall in Wien. Und ich bin viel herumgereist und ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt wieder in Wien bin und dass ich nach harter Arbeit, ich bin 2014 zurückgekommen, nach harter Arbeit wieder Fuß gefasst habe und darf im Theater, Musical-Bereich wirklich, habe ich wieder dort Anschluss gefunden, wo ich war, als ich weggegangen bin. In meinem Musik, also mit meinen Bands ist es noch ein bisschen, dauert es noch ein bisschen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich arbeiten darf und arbeiten kann und dass sich die Leute an mich erinnern. Und mich freut es immer, wenn die Leute auf der Straße oder wenn ich irgendwo sage, ja, ich heiße Schlomit, dann sage ich, ah, Sie sind die Tochter von der Jazz-Kitty. Wie ich jung war, ist mir das irrsinnig auf die Nerven gegangen. Aber ich bin einfach froh, dass ich meine Mama habe. Und wir haben nur jeder eine Mama. Und ich will einfach, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben. Und wenn wir streiten, dann genießen wir das. Oder ja, auch nicht. Aber ich bin einfach nur dankbar, dass ich meine Mama habe. Nein, so ich bin stolz auf sie, weil sie ist wirklich tüchtig. Und die hat schon wirklich viel geschupft. Naja, wie wir beide, würde ich sagen. Ich habe das. Also es wird uns nicht zugeschmissen. Mhm. Also das war bei dir nicht so. Und das ist also ich gehe nicht auf der Straße und uns fliegt das alles so zu. Und wir sagen, ah danke, ah danke, ah danke. Na, wir müssen schon arbeiten. Also ich finde, sie Nein, arbeitet. Nee, die haben einen Spaß. Na, wir haben beide einen Spaß. Aber das ist schon schwere Arbeit. Also bist jetzt, wie alt bist du? 77 geworden dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich habe vergessen. Und ich finde schon, dass das, was sie leistet auf der Bühne, ist einfach auch bei den Temperaturen, das ist schwer. Ja, aber das macht ja Spaß. Ja, im Moment macht es immer Spaß. Nein, wenn man das keinen Spaß macht, macht das nicht mehr. Also könntest du dir das vorstellen, ein Leben ohne Bühne? Nein, die 2 Jahre Pandemie, das war für mich ein Wahnsinn. Nein, auf der Bühne tut mir nichts weh. Ich habe gerade mit den Leuten, ich schaue oben, ich habe einen Spaß. Und was mich echt gefreut, jetzt sind wieder ein paar Junge, die steigen auch auf die alte Schachtel. Wieso? Deine Enkelkinder waren auf der Donauinsel, die sind heimgekommen und haben gesagt, Mama, das war so geil, die Safti heißt Oma auf Hebräisch, die Safti, die hat dann aber richtig gezeigt, wo es lang geht. Und das hat sie schon früher gemacht und das macht sie jetzt noch immer und das finde ich großartig. Ja, aber wenn ich mal die Qualität nicht bringen kann, wenn ich nicht mehr so kann. Ich meine, so hupfen, wie ich früher gehupft bin, hupfe ich nicht mehr. Nicht? Das geht nicht, ja. Weil früher mit 100 Kilo habe ich die Haxen in den Heck gehabt und zwar wurscht, ja. Und wenn ich es heute mache, hat es mich hinterm Arsch. Aber ich habe einen Spaß. Und also solange ich Qualität bringen kann, solange die Stimme passt, ist das okay, aber wenn ich das nicht mehr bringen kann, dann höre ich sofort auf. Nein, aber es ist so schön zu sehen,
das Publikum, und das habe ich von ihr gelernt, das hat lange gedauert, weil man sich ja als Tochter im Beruf und wenn man immer als Tochter von tituliert wird, ist es sehr schwer. Aber was ich mir wirklich von ihr genommen habe, ist, meine Mama ist immer authentisch und die Leute sind dankbar dafür, ja, weil sie es vielleicht selber nicht sein können oder vieles unterdrücken und vielleicht ist sie nicht jedermanns Rezept, ja, aber... Mir gibt es jetzt auf Rezept? Nein, was die Ehemann, die Leute, ja, die Gittel ist das oder das. Es gibt ja viele Meinungen, aber was die Menschen an dir honorieren und das habe ich mir auch als Vorbild genommen, ist, dass sie immer ehrlich ist und immer authentisch. Sie ist immer sie selber. Und wenn sie mal einen Fehler macht, dann geht sie hin und sagt, na, das war nicht richtig, so, das tut mir leid. Und das habe ich mir... Das habe ich von meiner Mama. Meine Mama hat immer gesagt, schau, Gittel, sag den Menschen die Wahrheit, sie glauben es eh nicht. Aber du brauchst da nichts mehr. Das stimmt. Das ist eigentlich ein guter. Deine Mama, die Frieda, gell? Ja. Die war ja dir auch sehr, sehr wichtig. Und dein zweiter Vorname ist ja Frieda, ja. Also eben nach der Mama. Ja, weil Schlomit heißt ja auch Friede. Frieden und Frieda. Und, aber du weißt, dass Frieda im Jüdischen die Freude heißt, die Freit. Ja? Ja, Simcha. Simcha, genau. Ja, aber ich habe in Israel, bevor ich schwanger war, habe ich gearbeitet. Und habe mit jemandem zusammengearbeitet, ein junges Mädchen, na gut, da war ich auch jung, und die war so herzensgut, ja, aber schier wie die Nacht, wirklich. Die hat an Bord gehabt, nice. Aber wirklich ein Herz, und ich habe sie geliebt, ja. Schon eine gute Geschichte. Ja. Und wie ich dann schwanger war, ich wusste, ich kriege einen Mal. Aber nicht durch Ultraschall, ich habe es ganz einfach gespürt, ich wollte dann normal. Und die hat Frieda geheißen und meine Mutter hat Frieda geheißen. Aber mir war nie meine Mutter eingefallen, sondern immer die. Okay. Und da habe ich gedacht, nein, mein Kind wird hübsch. Und dann hat meine andere Freundin hat mir gesagt, dass Friede heißt auch Simcha und Freude. Und dann hat sie mir eben gesagt, Schlomit ist eine moderne Form. Und das war dann ganz klar für mich, dass mein Kind Schlomit heißt. Und ich bin sehr dankbar, weil mein Name heißt Friede, Freudvolle, und Butbul heißt Nachtigall. Also ich bin sehr dankbar. Deswegen zwitschert es die ganze Zeit. Also danke, Mama. Gell? Das passt ja dann auch gut zu einem deiner Programme, wo Liebe ist, wird Frieden sein. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich glaube, dass ich gut singen kann, ja. Aber mein Ziel ist es eigentlich, den Leuten das Gefühl zu geben, dass eine sie Botschaft sich zu überbringen. Die Botschaft zu überbringen, dass sie sich was mit nach Hause nehmen und dass es was Friedvolles ist, etwas, was sie berührt, ja. Nur wenn ich berühre, kann ich eine Harmonie in mir empfinden und einen Frieden. Und das ist mir sehr wichtig. Ja. Und ich mache es halt in hebräischer Sprache, weil ich mich da... Das kann er verstehen. Ja, du bist so blöd. Das ist so ein Blödsinn. Bei mir gibt es Programmhefteln, die sich die Leute kaufen und dann lesen sie das noch. Ja, das weiß ich. Das steht alles. Das macht es schon die ganze Zeit. Also wie jung war, hat gesagt, na, wieso singst du auf Hebräisch? Das versteht ja keiner. Zieh da Dirndl an. Also ein Fisch mal. Und ich habe gesagt, Mama, wenn da du ein Dirndl anziehst, ja, singen die Leute im Balkon vor der Tür. Wenn immer ein Dirndl anziehst, das kommt nicht. Das hat sich natürlich alles verändert heute. Jetzt parodiert sie mich. Ja. Und sie zieht sich ein Perücken an und ein Dirndl. Und die Leute sind klingverlochen. Die das kann stimmt. Ja, das wissen ja wenige. Die kann so komisch sein, dass du niederbrichst. Ja? Ja. Wenn sie ihren Kasperl da hat, dann ist sie mein Kind. Wäre das vielleicht auch eine Option, Kabarett zu machen? Sowas in die Richtung? Machen wir alle. Wir machen unser Ding. Ich glaube, für das Kabarett in dem Sinn, wie ich Kabarett verstehe, bin ich nicht die Richtige. Weil die sind eigentlich, also ich bin's blöd, ja, weil ich kann selten lachen. Ja, also es gibt ganz, ganz wenig Kabarettisten
innen, wo ich das wirklich sehr witzig finde. Aber vielleicht hat das einfach damit zu tun, dass ich es nicht verstehe. Vielleicht bin ich einfach blöd. Ich habe eine Zeit lang im Kabarett Simple gespielt. Ich habe gefunden, dass ich dort gut hingepasst habe. Das hat damals der Nier nach 2 Jahren nicht so gefunden. Er hat gesagt, ich soll in einer ganzen, in einer einheitlichen Komödie. Aber es ist ja viel Donau, die Wasser, die Donau entlang geronnen. Und ja, ich glaube, ich bin einfach viel freier geworden im Spiel und es ist auch alles nicht mehr so wichtig. Ja, das hat das Alter, bringt das mit sich. Ja. Aber jetzt darf ich ja als Walk-in-Cover genau. im Ronacher die Mutter von Falco interpretieren und auf das freue ich mich, weil wir haben ja gemeinsam 1980 seine letzte Tournee als Bassist bei Tradiwabel und meine erste Tournee und Mamas öftere Tournee mit Tradiwabel. Ich war eine Tradiwabel-Ikone quasi, mehr oder weniger. Naja, der Stefan Weber ist zu mir ins Geschäft gekommen. Tschüss, Kuf. Und hat dich gefragt, gell? Nein, hat gesagt, die brauche ich bei Tradiwabel. Und habe ich gesagt, naja, was soll ich dort machen, was du willst? Oh, wehe, wenn sie losgelassen. Und dann, was mache ich? Na, was willst du? Sag ich, na gut, mein erstes Tradiwabel-Konzert. Da habe ich so ein Blumen-Nylon-Kleid angehabt mit einem weißen Hut und habe gesungen, im Prater blühen wieder die Bäume und das Publikum hat gekrault und mir hat es gefallen. Das war lustig. Ja. Ich will immer einen Spaß haben. Naja, aber auf dem Falco wirst du wahrscheinlich zurück. Genau, also mal ganz kurz, das Falco-Musical, Weltpremiere am 7. Oktober im Ronnacher. Ja. Du hast ja Falco eben durch Tradiwabel und so persönlich gekannt, aber ich glaube, also, wie war er so, wie war deine Einschätzung von ihm? Abgesehen von dem, was er künstlerisch geleistet hat, war der Falco für mich ein armer Bub. Mhm. Wirklich ein armer Bub. Er war ein Suchender, habe ich das Gefühl, aber er war ein Genie. Weiß ich nicht, was er gesucht also, hat. Aber nein, ich meine, ein Suchender in Form von, er war in sich einfach nicht glücklich, aber er war, künstlerisch finde ich, war ein Genie. Ja, das ist ja, steht ja gut. Gar nicht zur Diskussion. Unglaublich tolle Sachen gemacht. Aber geschrieben. Ich war mit ihm einmal in Hamburg, war das? Nein. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht, war im Studio. Und da war nur er und ich und nüchtern. Und da war entzückend. Ganz lieb und echt. Also da bin ich mir vorgekommen wie die Mutter mit dem Sohn. Ja. Wenn ein Dritter dabei war, ist schon kritisch geworden. Und wenn er was getrunken gehabt hat, dann war es. Und er hat sich aber viel sagen lassen von mir, weil oft, er hat da eine Zeit lang eine Freundin gehabt und die hat er nicht so behandelt, wie ich mir es erwarte, dass er mit einer Frau ist. Und da habe ich ihm gesagt, ich meine, geht's noch? Reiß dich zusammen. Mami. Und er hat immer gesagt, warum gebe ich mir das mit dir? Sag ich, weißt du was, das ist die Wahrheit. Und das hat er aber akzeptiert. Das hat er zu schätzen gewusst, glaube ich. Ja. Ja, aber ich kannte ihn nur peripher, also. Und seine Mama ist ab und zu durchgestreift. Aber es war sehr witzig. Ich glaube, er hat sich das gefallen lassen von mir, weil er ein bisschen Ähnlichkeit mit seiner Mama gehabt hat. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, aber wie... Aber er war... zu Wort, macht nichts. Ein guter Bassist und ein lieber Mensch. Ja. Aber jetzt? Ja, nein, also für die Audition habe ich mir einige Videos reingezogen und das war sehr witzig, weil ich bin mit dem Pölzmantel bin ich hingegangen, um meine Audition vorzusprechen und vorzusingen und es hat funktioniert. Aber ich bin, wie gesagt, nur das Walk-in-Cover, das heißt, ich bin für meine Freundin, für meine Seelenfreundin, die Tanja Golden, die die Erstbesetzung ist, bin ich quasi, wenn sie nicht kann. Und ich spiele natürlich jedes Monat ein Quantum an Vorstellungen. Aber ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem mit dem Andreas Gergen erstmalig zu arbeiten. Ein hervorragender Regisseur, der jetzt zum Beispiel auch in Mörbisch Mama Mia Regie geführt hat. Und auf das freue ich mich wirklich, weil das ist ein ganz toller... Und da ist natürlich der Markus Spiegel auch dabei. Und das ist für mich, der ist ja wie ein Papa für mich ein bisschen.
Ja, vor allem dieses Musical beim Falco, es ist ja wirklich österreichische Popkultur, österreichische Popgeschichte. Absolut. Also dieses Musical kann man schon vorstellen, dass das. Na, ich glaube, dass die das. Sind. Ja, aber ich glaube, dass die das auch richtig gut machen, weil ich war in I Am From Austria und das, da ist denen auch gelungen, dass wirklich ein Hit nach dem anderen und die Leute wollen sich unterhalten und es, ich bin zwar eine Künstlerin, die wirklich nicht jetzt Massenmusik produziert, ja, und macht, singt und bedient, aber das heißt nicht, dass ich das nicht gut heiße, dass sich die Leute einfach auf einem hohen Niveau gut unterhalten. Also mir ist das total wichtig, die Leute sollen glücklich sein, ja, mehr Sex haben, mehr Spaß haben im Leben und das Leben viel mehr genießen. Ja, also ich glaube, bin nicht dabei. Ja, da sind wir uns einmal einig. Sind wir immer einig. Wenn wir auch jetzt von Hits... Wenn wir auch von Hits gesprochen haben, du hast ja auch ganz, ganz viele Hits geliefert, Kränk dich nicht, ein Wunder. Und ich sage jetzt... Und mein absolutes Lieblingslied von dir, und ich finde, es ist jetzt auch passender denn je, ist das... Es gibt so viele Trotteln auf der Welt. Ja, das mag ich nicht. Nein, das mag ich überhaupt nicht. Ich finde das großartig. Das ist so herrlich, wenn man mal wirklich so einen Frust hat, dann hört man sich das an. Ja, die jungen so Menschen das gern. Und ich habe erst jetzt gespielt in der Steiermark. Und da gibt es ein Privatradio, Radio Grün-Weiß, und die spielen das auf und oben. Der ORF spielt es nicht. Aber ich habe es ihnen schon ein paar Mal hineingedrückt, weil... Wenn wir Radio 4/4 und so, da haben wir es dann gespielt. Und, ja. Nein, die Jungen mögen das sehr gern. Ja. Aber es ist ja auch wirklich so, dass es aktueller ist denn je im Moment, wenn man sich auch die Weltgeschehen anschaut, oder? Du meinst Politik? Zum Beispiel. Na, alles, aber auch, ja. Es ist ja, aber ich persönlich, ich halte das nicht so gut aus, aber das Wiener Herz oder das österreichische Herz lechzt danach und singt in Chören mit dir mit. Ja, weil sie den Text kennen. Ja, das stimmt. Wenn man sich's gut merken kann. Wir sind schon fast wieder am Schluss. Vielleicht ganz kurz noch, was sind denn deine nächsten Projekte? Meine nächsten Projekte ist eben der Probenbeginn mit Falco. Dann, ich bin ja Dozentin an der Schauspielschule Kraus, da beginnt wieder das Jahr mit dem Herbst. Dann meine Kinder durch die Schule bringen und alle tollen Konzerte und Jobs, die mir zufliegen. Ich bin bei den Langen Nacht der Museen dabei, im Jüdischen Museum mit meinem hebräischen Programm. Ich spiele am Bregenzer Landestheater mein Erich-Fried-Programm und ich hoffe, dass da noch was dazukommt. Das finde ich ja spitze. Es ist, was es ist. Ja, na ja. Unglaublich. Ich habe so die Augen aufgerissen. Sie kommt von einem 19-jährigen Mädchen, spielt sie und singt sie die Texte von Erich Fried. Ich glaube, sie muss die Sendung fertig machen. Und dann kommt sie, als alter Mann und ich sitze dort. Ja. Und fragst die Nachbarin, wer ist der alte Mann? Wer ist das? So also sehr, sehr wandlungsfähig. Ja, was ist, steht bei dir jetzt noch an in nächster naher Zukunft? Die spielt 40 Konzerte bis Ende des Jahres und jedes Konzert soll bitte mit Massen sollen kommen. Noch Datum, nein, aber es gibt ja eine Homepage. Richtig, das kann man dann auf deiner... www.jazz-gitti.at. Außerdem kann man das immer auf Facebook promoten. Aber ich glaube, mein nächstes Konzert ist... Rufen Sie doch meinen Manager an. www.jazz-gitti.at oder was? Nein, das ist in Kärnten, markiert doch beim Schleppe in Klagenfurt. Ah, okay. Na bitte. Ja, das Spiel. Na schau. Perfekt. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du uns ausgehalten hast. Großartig. Ich musste nicht zu viel reden. Perfekt. Ja, so das soll ist es immer sein. Das Problem. Ja, da ist aber die Gage mit uns so. Das machen wir. Danke euch. Wir danken für die Einladung. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle. Bitte bleiben Sie gesund.